Eines Nachts patrouillierte Batman durch die Straßen von Gotham City, als er plötzlich ein ohrenbetäubendes Gebrüll hörte. Er folgte dem Geräusch und fand sich in einer dunklen Gasse wieder. Dort traf er auf Simba, den König der Löwen, der in einer Ecke zusammengekauert lag und vor etwas Schrecklichem zu fliehen schien. Batman fragte, was los sei. Okay. Aber Simba konnte keine klaren Antworten geben. Komisch. Willkommen zu Flix und Fertig, dem Filmpodcast von 4001 Reviews. Stellt euch doch mal vor, was passieren würde, wenn Batman gegen Harry Potter antreten würde oder wenn die Ghostbusters die Avengers im Kampf gegen eine Armee von Zombie-Dinosauriern unterstützen würden. Das sind nur einige verrückte Ideen, die wir hier bei Flix und Fertig erkunden werden. Wir werden nämlich mit ChatGPT wilde Film-Crossover generieren und diese dann vorlesen, zu eurer und zu unserer Unterhaltung. Also schnallt euch an und macht euch bereit für ein wildes Abenteuer durch die Welt des Films und der Fantasie mit Flix und Fertig von 4001 Videos. Also dieses ganze Intro war auch von ChatGPT geschrieben, by the way. War ein guter Einstieg, denke ich. Unsere Namen hat er allerdings vergessen, die habe ich eigentlich auch noch mit eingegeben. Ich bin Kayvan und außerdem, wer bist du? Ja, hallo, ich bin der Chris, ich bin der verschollene Sohn. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir gleich. Herzlich willkommen zur neuen Folge Flix und Fertig. Wilde Film-Crossover aus dem Gehirn von ChatGPT. Viel Spaß. Gut, würde ich sagen, starten wir gleich. Wir halten das Intro auch relativ kurz, indem wir ChatGPT vorstellen, weil eigentlich sollte sowieso jeder von euch kennen. Chris, was sind deine Berührungspunkte mit dem Programm, mit der AI? Nutzt du die täglich für den Beruf oder für private Konversationen, wenn du alleine bist oder so? Oder wie sieht's da bei dir aus? Ja, wenn ich einsam bin und ich brauche irgendwie Kontakt, aber ich habe keinen Bock auf Menschen, dann schreibe ich mit ChatGPT. Nein, Spaß. Also bei mir war es so, dass... Hast du eine Freundin generiert? Ja, genau. Ja, ne, weil aktuell ist ja AI so ein krasses Thema. Also war es sowieso schon immer, aber durch ChatGPT ist das ja gerade so ein krasser Katalysator, dass alle möglichen AI-Themen gerade aus dem Boden sprießen, die es zwar vorher schon gab, aber jetzt sind die erst in aller Munde. Nee, wie war da so meine Berührungspunkte tatsächlich? Das kam ja so richtig auf, ich glaube Ende November letzten Jahres ging der Hype ja so langsam los. Und ChatGPT oder die Plattform OpenAI ist ja, glaube ich, so die schnellstwachsendste Plattform gerade seit überhaupt. Also es gab keine Plattform, die schneller gewachsen ist als die. Und ich hatte meine ersten Berührungspunkte, ich glaube, in den Weihnachtsferien, als ich bei meinen Eltern war, da habe ich das Ganze mal ausprobiert irgendwie, hat mir nichts dabei gedacht und ich war im ersten Moment ziemlich geflasht. Ja, ich glaube, so geht es jedem. Irgendwie bei ChatGPT ist es so, du erklärst es anderen Leuten oder du pitchst es anderen Leuten, die es noch nicht kennen und die denken sich erstmal, ja, okay, gut, brauche ich nicht, ja, toll. Und dann denkst du so, Alter, probier es einfach mal aus. Mhm. Dann probieren sie es aus. Und dann sind sie hin und weg. Da sind wirklich alle geflasht worden. Auch jeden, dem ich das gezeigt habe, sei es Freunde oder so. Ich habe es wirklich jedem erstmal nahegelegt, weil du kannst dem ja alles irgendwie fragen und du kriegst auf jeden Fall eine ziemlich erstaunliche Antwort. Ne, aber auch da immer, man muss halt immer die Fakten immer nochmal ein bisschen gegenprüfen, weil wer diesen Podcast jetzt hört, hat da echt noch nichts von mitgekriegt. Ihr müsst die Aussagen, die ChatGPT trifft, immer so ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, weil ChatGPT basiert ja immer noch auf der Datenbasis, glaube ich, Ende 2021. Ja. Und deswegen, also wenn ihr zum Beispiel fragt, ne, damit kann man immer den Test machen, fragt immer nach dem Bundeskanzler. Spoiler, ihr werdet nicht die richtige Antwort kriegen. Und also, du hast mich ja eben halt noch so gefragt, inwiefern nutze ich das? Also privat nutze ich es manchmal tatsächlich, eher selten, aber so in meinem Arbeitsumfeld. Ne? Ich arbeite ja wie du ja auch in einer Agentur und bei uns ist das gerade einfach ein Riesenthema. Also du kommst, glaube ich, gerade so in der Marketingwelt, glaube ich, kaum um das Thema AI und ChatGPT eigentlich gar nicht drum rum. Also ich nutze tatsächlich ChatGPT oft zum Brainstormen, also wenn es darum geht, neue Ideen zu generieren. Ich nutze es weniger als Nachschlagewerk, deswegen komme ich in diese Bredouille gar nicht, dass ich irgendwie ChatGPT wirklich nach Wissen frage, sondern ich nutze das Programm eigentlich hauptsächlich so als Gesprächspartner, der mir irgendwelche Ideen reinwirft und so weiter. Und da kam ich dann auf die Idee, was wäre denn, wenn wir ChatGPT dazu missbrauchen, die ehrenlosesten Film-Crossover oder Franchise-Crossover zu pitchen?
Also, dass wir sagen, hey, ChatGPT, schreib mir mal ein Crossover zwischen Alien und Toy Story und dann mal gucken, was für ein Skript er da rausballert. Und genau damit wollen wir heute ein bisschen Spaß haben. Nämlich, wie schon gesagt, sehr weirde, unterhaltsame Film-Crossover zu generieren, im Sinne von Alien vs. Predator zum Beispiel. Oh Gott. Und mal gucken, was so das Absurdeste ist, mit dem wir aufkommen werden. Und mal gucken, wie gut ChatGPT diese Prüfung besteht. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir gehen am Anfang vor. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal krasse Gegensätze, oder? So zwei große Franchises, wo wir denken, ah, da wäre so ein Crossover schon sick. Also ich würde fast sagen, wir nehmen mal, fangen wir an mit deiner Lieblingsreihe und die wäre... Nee, du hast es ja eigentlich eben schon gesagt, Alien. Ach so, Alien, ja, stimmt, scheiße. Wieso, was hast du denn gedacht? Ja, nee, ich wollte nur ein bisschen das Gespräch so ein bisschen dynamischer gestalten. Ach so, okay. Naja, also wir nehmen Alien und mein Lieblingsfranchise, entweder, weiß ich, Herr der Ringe oder Harry Potter. Also so. Boah, Alien versus Herr der Ringe, also das in einem Kontext, das will ich schon sehen. Ach so, stimmt, du hast wahrscheinlich an Herr der Ringe gedacht. Ja, also ich wäre für Alien und Herr der Ringe. Ich glaube, das ist so abstrus, weil das eine ist Sci-Fi, das eine ist Fantasy. Obwohl, fändest du es nicht, es wäre noch abstruser, wenn wir es mit Harry Potter machen würden? Weiß ich. Mach mal, ich will den einen Ring auf der Nostromo irgendwie sehen. Okay, dann fangen wir mal mit Herr der Ringe. Okay, also ich briefe jetzt mal ChatGPT, schreibe mir ein wildes Crossover von der Herr der Ringe und der Alien-Reihe. So, gucken. Er generiert. Das ist natürlich für die Zuhörer sehr interessant, dich dann beim Denken zuzuhören, also dir dann beim Denken zuzuhören und dir beim Tippen zuzuhören. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen warten, bis das jetzt erstmal so generell. Er braucht auch lange tatsächlich. Er hat noch nicht angefangen zu tippen. Ich glaube, der denkt sich erstmal, what the fuck. Ah, jetzt geht's langsam los. Es geht langsam los. Okay. Ich warte noch ein bisschen, weil er generiert echt langsam. Er stolpert gerade auch ein bisschen was. Ja, aber vielleicht können wir dann da einfach so ein bisschen drüber reden. Ich kann ja mal sagen. Was sind deine Erwartungen? Was erwartest du von dem Skript? Alien und Herr der Ringe. Crossover. Ja, was erwarte ich? Also ich erwarte natürlich halt irgendwie, dass da irgendwie sowas wie Frodo vorkommt, Sauron, Aragorn, der Ring irgendwie erwähnt wird, Gollum, aber halt vielleicht auf dem Raumschiff oder sowas. Vielleicht. Ich bin gespannt, weil ich kann mir das halt irgendwie halt so gar nicht vorstellen, weil das halt ja dann doch so unterschiedlich ist. Vielleicht muss der eine Ring nicht hier zum Schicksalsberg gebracht werden, sondern hier zu dem Planeten LV426. Ja, ich bin jetzt gespannt, was überwiegt. Also in welchem Setting wird es spielen? Wird es in Mittelerde spielen oder wird es im Weltraum spielen? Gut, ich würde sagen, wir können gleich mal beginnen. Mhm. Die ersten zwei Absätze sind schon da. So, halte dich fest, lehne dich zurück, hol Popcorn raus. Okay. Alien und der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe und das Alien, wie auch immer. In einer fernen Galaxie weit entfernt von Mittelerde haben die Aliens eine neue Bedrohung entdeckt. Den Ring der Macht. Ah, interessant. Okay. Das ist auch schon geil. Ein Krieger der Weyland-Yutani Corporation wird von seiner Crew auf eine Mission geschickt, um den Ring zu finden und zu sichern. Auf dem Weg dorthin gerät das Raumschiff in eine unerwartete Raumzeitanomalie und landet auf dem Planeten, auf dem, Achtung, die Fellowship des Rings um Frodo und seine Gefährten kämpft, um den Ring in das Reich von Mordor zu bringen. Ich bin schon ehrlich gesagt ein bisschen raus. Also warte, wir haben Mittelerde, das halt entfernt ist von der Galaxie, von der wir starten. Wir haben einen Krieger der Weyland Yutani Corporation und der wird auf die Mission geschickt, um den Ring zu sichern, den Frodo und seine Gefährten bei sich tragen. Okay, soweit sind wir. Die Aliens greifen sofort an und ein brutaler Kampf beginnt, als Legolas, Aragorn, Gimli und Gandalf zusammen mit Ripley und den Marines gegen die außerirdischen Eindringlinge kämpfen. Ja, die beiden Gruppen müssen sich zusammenschließen, um sowohl den Ring als auch die Bedrohung durch die Aliens zu besiegen. Aha, the plot thickens, okay. Währenddessen beginnt sich das Schicksal von Frodo und seinen Freunden zu entfalten, als sie erkennen, dass die Aliens durch die Macht des Rings kontrolliert werden. Sie müssen sich auf einen verzweifelnden Plan einlassen, um den Ring zu zerstören und die Aliens endgültig zu besiegen.
In diesem epischen Crossover zwischen der Herr der Ringe und der Alien-Reihe wird eine neue Legende geschrieben, in der Fantasy und Science-Fiction auf einzigartige und unvorhersehbare Weise miteinander verschmelzen. Na, gekauft? Boah, das ist schon wild, ne? Also hier Gandalf neben Space Marine finde ich schon eine geile Vorstellung. Das finde ich schon geil. Okay, das war schon relativ sick. Ich weiß nicht, können wir noch eine sickere Kombination auffahren? Was, also, weiß ich, wir brauchen so einen richtigen Kontrast. Ja, also, weißt du, so. Also, ne, ich lasse ChatGPT gerade nebenbei halt auch schon was schreiben. Und zwar habe ich einfach mal eingetippt, schreib mir einen Film-Crossover von Matrix und John Wick. Okay, das hört sich aber jetzt legit cool an. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, also. Ist es schon fertig generiert? Können wir schon... Ja, ist es. Ich kann direkt anfangen, denn ich bin ja okay, natürlich dann, hier dann mitdenkend, deswegen habe ich einfach nebenbei das Ding schreiben lassen, während du vorgelesen hast. Also, der Film beginnt damit, dass Neo und John Wick sich in einer dunklen Gasse in New York City treffen. Sie erkennen sich gegenseitig und tauschen kurze Blicke aus, bevor sie von einer Gruppe von Assassinen angegriffen werden. Neo und John arbeiten perfekt zusammen und bekämpfen die Angreifer mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision. Während des Kampfes wird klar, dass die Assassinen von einer gemeinsamen Bedrohung geschickt wurden, einem mächtigen künstlichen Intelligenzsystem namens Alpha. Wow. Okay. Neo und John beschließen, Alpha zu bekämpfen und machen sich auf den Weg in eine verlassene Fabrik. Dort entdecken sie eine Armee von Robotern und Drohnen, die von Alpha kontrolliert werden. Neo und John kämpfen sich durch die Roboter und Drohnen und erreichen schließlich den Hauptserverraum von Alpha. Dort treffen sie auf Agent Smith, der von Alpha neu programmiert wurde und nun für Alpha arbeitet. Ein epischer Kampf zwischen Neo, John und Agent Smith bricht aus. Die Kämpfe sind schnell und unglaublich choreografiert, als die drei miteinander kämpfen und ihre Fähigkeiten gegeneinander einsetzen. Neo kann schließlich Agent Smith besiegen, aber Alpha entkommt und setzt ihren Plan fort, die Welt zu kontrollieren. Neo und John beschließen, Alpha zu folgen und sie in ihren Hauptquartier anzugreifen. Nach einem weiteren intensiven Kampf können sie Alpha besiegen und die Welt retten. Der Film endet mit Neo und John, die sich verabschieden und zurückkehren, um ihre jeweiligen Kämpfe fortzusetzen. Dieses epische Crossover zwischen Matrix und John Wick würde den Zuschauern eine unglaubliche Action-Show bieten und die Kämpfe, die wir in beiden Filmen gesehen haben, auf ein neues Niveau heben. Ich habe erst gerade gerafft, dass ja beide Hauptcharaktere von Keanu Reeves gespielt werden. Das wird, ja, wird schwer umzusetzen. Ne? Das wär auf jeden Fall episch. Ja. Cool. Also das wäre echt episch. Das müssten wir irgendwo mal pitchen. Okay, nächste Idee. Ich würde sagen, wir kombinieren mal irgendwie so einen Kinderfilm mit einem Horrorfilm, oder? Wie wäre es, wenn wir... Winnie Pooh im Horrorfilm. Ach nee, das gibt's ja jetzt. Ja, das gibt's ja schon. Wie wäre es, wenn wir... Die Saw-Reihe mit mit Chip und Chap. Oder mit Toy Story. Oh Gott. Ja, das gibt's ja auch, das nennt sich Puppet Master. Ja, stimmt. Okay, dann Saw und Frozen. Wie wär's damit? Oh Gott. Ja, mach mal. Okay, komm. Schreibe mir ein wildes Crossover zwischen der Saw-Reihe und der Frozen-Reihe. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja gut, er braucht wieder ein bisschen, glaube ich. Ja, können wir noch ein bisschen rüberreden. Aber bei ChatGPT, du hast ja eben schon mal so gesagt, so wofür du das so ein bisschen benutzt, so zum Brainstorming. Wenn ich das zum Beispiel aktuell auf der Arbeit nutze, nutze ich das auch zum Brainstormen. Aber manchmal nutze ich das tatsächlich, um... wenn ich E-Mails schreibe zum Beispiel, dann bin ich immer bei E-Mails immer so sehr on point halt immer. So, ich kann, und ich finde zum Beispiel ChatGPT kann E-Mails sehr gut ausschmücken oder wenn man E-Mails manchmal eine gewisse Richtung halt manchmal lenken will, dass man dann zum Beispiel sowas sagt wie, hey ChatGPT, schreib mir folgenden E-Mail-Text so und so um. Und dann kann es das halt dann einfach, klar, immer mal drüber gucken, aber ich bin schon wirklich echt erstaunt, was da teilweise bei rumkommt. Ich weiß nicht, ob das... Ja, du verlierst halt dann deine persönliche Note in den E-Mails. Ein bisschen. Naja. Deine Signature-Grammatikfehler und so. Aber. Also, ja. Also, ja, scheiße, warum ist da jetzt halt auf einmal hier die ganze Kommasetzung auf einmal richtig?
Was? Chris hat sehr geehrte endlich mit 2E geschrieben. Ja, Mann. Also, es ist fertig. So, Crossover, Saw und Frozen. So, es geht los. Als Elsa, Anna und ihre Freunde nach Arendelle zurückkehren, bemerken sie, dass ein dunkler Schatten über ihr Königreich gefallen ist. Es stellt sich heraus, dass der gefürchtete Serienkiller Jigsaw aus der Saw-Reihe in Arendelle eingetroffen ist und seine grausamen Fallen und Rätsel im ganzen Königreich aufgestellt hat. Um Jigsaws Spiel zu gewinnen und Arendelle zu retten, müssen Elsa, Anna und ihre Freunde die Grenzen ihrer körperlichen und mentalen Stärke überschreiten, während sie versuchen, sich aus den tödlichen Fallen und Rätseln zu befreien, die Jigsaw für sie vorbereitet hat. Doch als sie sich Jigsaw stellen und ihn besiegen, erkennen sie, dass es eine viel größere Bedrohung gibt. Oh, was kommt jetzt? Elsa und Anna haben ihre Kräfte kombiniert, um einen eisigen Dämon zu erschaffen, der nun Arendelle bedroht. Okay. Wow, das war ein fetter Plot-Twist. Mit ihrer neu gewonnenen Stärke und Zusammenarbeit müssen die Überlebenden von Jigsaws Fallen zusammenarbeiten, um den eisigen Dämon zu besiegen und ihr Königreich zu retten. Werden sie in der Lage sein, ihre Kräfte zu vereinen, um diese tödliche Bedrohung zu besiegen? In diesem wilden Crossover zwischen Saw, der Saw-Reihe und der Frozen-Reihe wird eine einzigartige und unvorhersehbare Geschichte erzählt, in der sich Horror und Fantasy auf unerwartete Weise miteinander vermischen. Das hat halt irgendwie so voll den Cut in der Mitte, wo dann plötzlich Elsa und Anna zu den Bösen werden. Einfach einen Eisdämon erschaffen, der dann einfach nochmal gefährlicher ist als Schicksal. Oh Mann. Okay, also ich würde sagen, das war das Schwächste bisher. Ja. Macht nicht so viel Sinn. Aber was können wir denn noch machen? Also ich lasse dem gerade was schreiben, und zwar ein Crossover zwischen, Achtung, halte ich fest, Star Wars und der Terminator. Okay. Also, er ist aber gerade noch am Tippen, ne? Ich glaube, du schreibst halt wirklich so die Crossovers, die du halt wirklich sehen willst. Gell? So, ja, ich muss sagen, ich hatte gerade erst so im Kopf gehabt, so Star Wars und Saw, weil ich irgendwie gerne mal so eine richtig brutale Star Wars oder Film mal gerne mal sehen wollen würde. Aber du hast ja gerade halt Saw gehabt, deswegen mir fiel gerade kein anderer Horrorfilm irgendwie ein, der in so eine ähnliche Richtung geht. Ja, deswegen, aber ich dachte mir irgendwie so, Star Wars und Terminator, ja, das klingt irgendwie auch irgendwie ganz interessant. Aber wir können ja mal anfangen, und zwar ja, super, ja. In einer weit entfernten Galaxie, in einer fernen Zukunft, hat das Imperium das gesamte bekannte Universum erobert und die Galaxie in eine dystopische Welt der Unterdrückung und Kontrolle verwandelt. Als das Imperium jedoch eine neuartige Technologie entdeckt, die ihnen erlaubt, durch die Zeit zu reisen, entscheiden sie, diese Technologie zu nutzen, um ihre Macht über die Vergangenheit und Zukunft auszudehnen. Krass. Währenddessen hat Skynet, das mächtige künstliche Intelligenzsystem aus dem Terminator-Franchise, seine Kontrolle über die Erde ausgebaut und eine Armee von Terminatoren geschaffen, um die Menschen auszulöschen. Eines Tages entdecken die Jedi einen Angriff auf die Raumzeit-Kontinuität, boah, was ein Wort, und schicken eine Gruppe von Jedi-Rittern in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass das Imperium die Zeitlinie manipuliert. Die Jedi landen auf der Erde, treffen auf einen widerstandsfähigen Kämpfer namens John Connor, der in einer postapokalyptischen Welt, die von Skynets Terminatoren regiert wird. Zusammen beschließen sie, das Imperium Skynet zu besiegen, bevor sie ihren jeweiligen Zeiten und Welten zerstören können. Die Jedi bringen die Macht mit, sich zu nutzen, ihre Fähigkeiten, um Skynets Terminatoren zu besiegen, während John Connor seine technologischen Fähigkeiten einsetzt, um das Imperium zu infiltrieren und zu sabotieren. Als das Imperium und Skynet schließlich aufeinandertreffen, kommt es zu einem epischen Kampf zwischen den Jedi und Terminatoren. Die Jedi kämpfen mit Lichtschwertern, während die Terminatoren... Und jetzt, Achtung, Plot-Twist, ist ChatGPT abgestürzt. Oh, da ist mir wohl nichts mehr eingefallen. Aber ich finde es aber halt, also, finde ich schon wild. Geht schon ab. Das ging schon ab, ey. Ja. So, und wie es nice. Und wie das weitergeht, werden wir nie erfahren. Okay, also ich will mal nochmal was richtig Abstruses haben. Wie wäre es, wenn wir mal Film und Serie miteinander verschmelzen lassen? So komplett auch in anderen Zeitlinien. Mich würde mal interessieren, wie ChatGPT unterschiedliche Zeitlinien miteinander kombiniert. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal Titanic zum Beispiel mit Breaking Bad? Ey, ich habe auch gerade an Breaking Bad gedacht. Okay, komm, machen wir mal Titanic und Breaking Bad.
Schreibe mir ein wildes Crossover zwischen Titanic und Breaking Bad. Jetzt bin ich mal echt gespannt. KI, gib mir was Geiles. Ja, okay, er lädt noch. Er muss noch überlegen. Aber ich bin echt gespannt, wie sie jetzt hier Walter und Jesse in Anfang des 20. Jahrhunderts zurückkatapultieren. Ob es jetzt eine Zeitreise geben wird. Oder eventuell geht hier die AI gar nicht darauf ein und schreibt dann sowas wie einfach, die waren gestern auf der Titanic. Oder so. Es gab halt zufällig einen Walter White und einen Jesse auf rein der Titanic, zufällig. Die sich da in Crystal Meth Labor für 4 Tage aufgebaut haben. Weiß man's? Um dann in Amerika Drogen zu verticken. Ja. Ja, warum nicht? Okay, es geht schon los. Ich glaube, wir können schon anfangen. Und zwar hier, Titanic und Breaking Bad. Walter White hat genug von seinem Leben als Drogenhändler und entscheidet sich für einen neuen Anfang. Er wird als einfacher Passagier an Bord der Titanic gehen und versuchen, ein neues Leben zu beginnen. Doch seine Pläne werden durchkreuzt, als er auf Rose trifft, eine junge Frau, die er vor dem Ertrinken rettet. Alter. Okay, also Walter rettet Rose vor dem Ertrinken. Gut. Wie sieht das denn aus? So, keine Ahnung. Hier. This is not the danger. Aber der wird wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass sie springt. Naja. Rose ist unglücklich verheiratet und auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihrem reichen und gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Walter, der nun als Jack bekannt ist, oh, wie cheap. Komisch, Twist. Ist das jetzt sein neuer Heisenberg-Alias-Name? Verliebt sich in Rose und hilft ihr, sich aus ihrer unglücklichen Ehe zu befreien. Zusammen planen sie, in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Als Crystal Meth Kings? Keine Ahnung. Aber als die Titanic auf einen Eisberg stößt und sinkt, müssen Walter und Rose um ihr Überleben kämpfen. Walter nutzt seine Fähigkeiten, jetzt kommt's, als Chemiker, um ein Rettungsboot zu reparieren. Okay. Während Rose ihm hilft, das Boot zu schützen, damit sie nicht von anderen Passagieren angegriffen werden. Ich muss jetzt gerade so an Jessys Line denken, dass Walter einen Roboter baut, um aus der Wüste zu fliehen. Falls euch daran erinnert. Ja, naja. Doch als sie schließlich gerettet werden, sind sie gezwungen, ihre Identitäten zu verbergen und eine neue Identität zu schaffen. Sie nutzen Walters Kenntnisse in der Chemie, um ein neues Geschäft aufzubauen. Eine Chemiefirma, die ihre Drogenproduktion auf das nächste Level hievt. In diesem wilden Crossover zwischen Titanic und Breaking Bad wird eine neue Geschichte erzählt, in der Liebe, Überleben und das Verlangen nach einem neuen Anfang auf unerwartete Weise miteinander verschmelzen. Wild. Ja. Also, Walter als Heisenberg trifft Rose, er rettet sie, er nimmt den Namen Jack an, er baut mit Chemiekenntnissen ein Rettungsboot und Rose schützt ihn vor Angreifern und in Amerika machen dann beide ein Drogenlabor auf. Ja, geil. Ja, gut funktioniert, oder? Ja, aber da fand ich irgendwie hier die Star Wars-Geschichte, die fand ich irgendwie wilder. Ja, gut, stimmt. Aber er hat es irgendwie geschafft. Also das war schon, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen elegant, aber er hat sich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Hast du schon eine neue Idee? Komm, ja, ich habe einfach mal, weil mir nichts Besseres einfiel, ein Crossover zwischen Harry Potter und The Conjuring. Oh, ja, das könnte, kann ich mir schon vorstellen, okay? Okay. Weil Geister gibt es ja in beiden Universen. Ja, eben deswegen. Fast kopflose Nick. Es war eine dunkle und stürmische Nacht, als die Familie Warren einen neuen Fall annahm. Sie wurde zu einem verlassenen Herrenhaus gerufen, in dem sich seltsame Vorkommnisse ereigneten. Als sie das Haus betraten, spürten sie sofort die Präsenz von etwas Dunklem und etwas Mächtigem. Es war ein Geist, der seit vielen Jahren dort gefangen war und seine Macht über das Haus und seine Bewohner ausübte. Die Warrens wussten, dass sie Hilfe brauchten, um diesen Geist zu besiegen. Sie wussten, dass es nur eine Person gab, die Macht hatte, gegen eine solche Macht anzukämpfen. Harry Potter. Sie reisten nach England und suchten Harry Potter, auf der ihnen sofort half. Mein Gott, was ein komischer Satz. Zusammen betraten sie das Herrenhaus und trafen auf den Geist, der sich als der böse Geist von Tom Riddle entpuppte.
Harry Potter wusste, dass er gegen Tom Riddle kämpfen musste, um den Geist zu besiegen. Er zog seinen Zauberstab und begann, mächtige Zaubersprüche zu sprechen. Die Warrens unterstützten Harry Potter um ihre Erfahrung und ihrem Wissen über Geister und Dämonen. Zusammen kämpften sie gegen Tom Riddle und schließlich gelang es ihnen, ihn zu besiegen. Der Geist von Tom Riddle verschwand und das Herrenhaus wurde von seiner finsteren Präsenz befreit. Die Warrens und Harry Potter verabschiedeten sich und versprachen sich, ey, die verabschieden sich irgendwie mal alle, um in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig bei Bedarf zu helfen. Was machen die? Taufen die WhatsApp-Nummern aus? Stimmt, die bleiben Zauberer in Kontakt. Es war ein unvergessliches Crossover zwischen Harry Potter und The Conjuring. Okay, ey, wieso geht er jetzt? Egal. Also anscheinend am Ende, Achtung, Plot-Twist, tauschen die noch WhatsApp-Nummern auf, damit die Warrens dann immer mal so, ey, Harry, komm mal gerade vorbei. Hier schon wieder ein Geist. Ja, krass, okay. Gut, ich habe noch Bock auf eine Kombi zwischen so einem richtig deutschen Schnulzenfilm und irgendwas Actionmäßigen. Wie wär's, wenn wir irgend so einen Till Schweiger-Film dachte ich auch gerade, hier irgendwie so kein Ohrhasen oder irgendwie sowas und dann irgendwie, keine Ahnung, mit Das ist so der kitschigste, schlechteste deutsche Film, den es gibt. Ist das kein Ohrhasen? Was gibt's noch? Da fragst du mit mir ganz klar den Falschen. Oder in dem Fuck You Goethe. Lass mal kein Ohrhasen mit kombinieren mit Transformers. Ja, schon gut. Kein Ohr Transformers. Okay, warte. Schreibe mir ein Crossover zwischen kein Ohrhasen. Ist die Frage, ob der das überhaupt erkennt, kein Ohrhasen. Schauen wir mal. Oder dann musst du vielleicht noch einfach so dazu schreiben zwischen den deutschen Filmen und so weiter. Ah ja, du hast recht. So, okay. Transformers plus kein Ohrhasen. Bin ich jetzt mal gespannt. Okay, es fängt an mit Ludo. Ludo war, glaube ich, die Figur von Til Schweiger in kein Ohrhasen, wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere. Doch, ja, müsste so sein. Okay, es geht los. Ludo, der erfolgreiche Frauenheld aus kein Ohrhasen, es ist Til Schweiger, hat ein neues Ziel vor Augen. Er will den größten Scoop seines Lebens landen, indem er eine unglaubliche Story über riesige außerirdische Roboter aufdeckt, die die Erde angreifen. Als er eines Tages auf einem Feldweg unterwegs ist, stößt er auf eine geheime Basis der Regierung, wo er auf die Autobots trifft. Eine Gruppe von außerirdischen Robotern, die beschlossen haben, die Erde gegen ihre bösartigen Feinde, die Decepticons, zu verteidigen. Ludo, der entschlossen ist, die Geschichte seines Lebens zu schreiben, beschließt, mit den Autobots zusammenzuarbeiten und sich ihnen anzuschließen, während sie versuchen, die Decepticons zu besiegen und die Welt zu retten. Okay, bis jetzt ist eigentlich alles so wie in Transformers. In diesem wilden Crossover zwischen Keinohasen und Transformers-Reihe wird eine einzigartige Geschichte erzählt, in der sich die Welten von Action, Abenteuer und Romantik auf unerwartete Weise miteinander vermischen. Er lügt doch nicht. Wo war da jetzt Romantik? das hat mir nicht gefallen. Das war schwach. Ja. Komm, ein richtig geiles Ding müssen wir noch raushauen. Ja, ich Was wollen wir unbedingt sehen? Was wäre richtig sick? Was wäre ehrenlos? Was wäre ehrenlos? Also ich lasse den gerade eine Geschichte schreiben zwischen Batman und der König der Löwen. Oh. Gut, ja, okay. Gut. Aber der ist aber noch im Tippen. Ich weiß nicht, wie stehst du denn jetzt gerade, also wie stehst du denn jetzt aktuell dazu, zu dieser ganzen AI-Geschichte, weil ist das denn bei euch auch ein großes Thema gerade auf der Arbeit? Ja, aber nicht übergroß. Also ich nutze es schon, um, wie gesagt, zu brainstormen, Konzepte zu entwickeln, vielleicht auch manchmal billige Ad-Copy-Texte zu vervielfältigen und so weiter. Aber es ist noch nicht so bei allen angekommen, tatsächlich. Also bei den Onlinern durchweg, aber auch nicht alle. Es kommt drauf an, aber die Offline-Welt ist komplett fern davon noch.
Die wollen damit noch nichts zu tun haben. Ja, nutzt du denn noch andere AI-Tools gerade? Weil ich habe zum Beispiel auch vor ein paar Wochen habe ich hier das Midjourney für mich irgendwie so ein bisschen entdeckt und da war ich ja auch ganz schön gehypt und habe dann halt dann auch teilweise mal festgestellt, so die Kombination zwischen den ganzen AIs, weil du kannst dann ja zum Beispiel in ChatGPT dir Prompts schreiben lassen für andere AIs und das fand ich schon auch schon wild. Okay, nicht, dass da immer noch irgendwas explodiert. Ja, da... Das ist so ein Loop-in-Loop, kannst du damit erschaffen. Also, ich kann ja am Anfang... Das ist alles gefährlich, ich sag's ja. Also, ja. Eine Crossover-Geschichte zwischen Batman und der König der Löwen. Ja. Eines Nachts patrouillierte Batman durch die Straßen von Gotham City, als er plötzlich ein ohrenbetäubendes Gebrüll hörte. Er folgte dem Geräusch und fand sich in einer dunklen Gasse wieder. Dort traf er auf Simba, den König der Löwen, der in einer Ecke zusammengekauert lag und vor etwas Schrecklichem zu fliehen schien. Batman fragte, was los sei. Okay. Was ist los? Aber Simba konnte keine klaren Antworten geben. Komisch. Tier fragen, was los ist. So. Ja, also ey, ich habe mein Haus immer gefragt, was los ist, aber ich hab auch nie eine Antwort gekriegt, komisch. Batman beschloss, Simba zu begleiten, um zu sehen, was ihn so ängstigte. Sie machten sich auf den Weg zum Dschungel. Das ist aber ein weiter Weg, oder? Ich glaube, von Gotham City in den Dschungel ist aber weit, glaube ich. Wo sie auf einem. Ich kann jetzt auch irgendwelche Weltmeere überspannen. Ja, wo sie auf einen alten Tempel stießen. Das war ja so ein Brückenfahrzeug, gar nicht. Ja. Es war verlassen und verfallen, aber etwas fühlte sich nicht richtig an. Als sie in das Innere des Tempels betraten, okay, komischer Satz wieder, spürten sie eine düstere Präsenz, die in den Wänden lauerte. Plötzlich erschienen die Schatten und es war, als ob sie sich bewegten. Batman und Simba waren umzingelt und es gab kein Entrinnen. Die Schatten verwandelten sich in Scar, den verräterischen Bruder von Simbas Vater Mufasa. Scar war zurückgekehrt, um Rache zu nehmen und Gotham City mit seinen finsteren Kräften zu beherrschen. Schon echt wild. Aber Moment, geht doch weiter. Alter. Batman und Simba waren gezwungen, sich gegen Scar zu verteidigen. Sie kämpften gegen Scar und seine Schattenarmeen, aber es schien, als ob sie keinen Fortschritt machten. Dann hatte Batman eine Idee. Er erkannte, dass Scar seine Kräfte aus der Angst seiner Gegner zog. Batman und Simba entschlossen sich, ihre Angst zu überwinden und stattdessen den Mut zu finden, um gegen Scar anzutreten. In einen epischen Showdown gelang es Batman und Simba schließlich, Scar zu besiegen. Die Schatten verschwanden und der Tempel wurde von seiner finsteren Macht befreit. Batman und Simba kehrten nach Gotham City zurück. Okay. Wo sie weiterhin gegen das Verbrechen kämpfen. Warte mal, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Simba kämpft jetzt auch gegen die Verbrechen, oder was? Aber sie wussten, dass sie eine neue Freundschaft geschlossen hatten. Warum endet das irgendwie immer auf einer Freundschaft, die durch ihre gemeinsamen Abenteuer in den Dschungel gestellt wird? Das ist immer ein epischer Showdown, ja. Ja, schon wild. Ja. Dicker Plot auf jeden Fall. Ja. Bestes Zitat, was ist denn los? Ja. Aber ich sag mal so, ich finde, was schon krass ist, und das wird ja gerade ja auch, glaube ich, schon viel diskutiert, da gibt es ja auch schon diverse Videos rüber, wie sich da Analysten damit so auseinandersetzen. Das, was wir ja gerade machen, das kann man jetzt mal komplett weiterspinnen. Man kann ja jetzt wirklich, also jetzt mal nicht so abgedroschen, aber ganze Filmskripte theoretisch jetzt über AIs einfach schreiben lassen. Natürlich ist das Bullshit, was wir jetzt hier gerade alles so machen. Aber es liest sich ja gar nicht so schlecht eigentlich. Nö, also die Plotpoints kriegt er schon hin. Ja, hat immer ein Finale, einen Konflikt, eine Freundschaft. Ja. Ja. Also. Geht schon. Und du kannst ihn ja vor allem antrainieren. Du kannst einen kompletten Chat für ein Jahr antrainieren, dir ein Skript mit dem König der Löwen und Batman-Crossover zu schreiben. Ja. Und am Ende kommt da ein Meisterwerk raus. Und da sprichst du gerade halt, da sprichst du gerade auch nochmal einen guten Punkt nochmal an. Man kann nämlich die AI selbst trainieren. Also wenn ihr dort einen Chat aufmacht und anfangt mit der AI zu schreiben, dann könnt ihr immer präziser da reinschreiben, was ihr haben wollt. Und die AI geht dann halt immer auf alle Punkte in dem einen Chatverlauf, was ihr vorher geschrieben habt, halt darauf ein. Und das ist halt schon irgendwie ganz interessant, weil da kannst du dir halt auch wirklich anfangen, wirklich ganze Filmskripte halt zu schreiben. Und es wird ja jetzt schon teilweise drüber diskutiert, ob das in Zukunft, also ob Filmskripte in Zukunft, ja, also
wir beschweren uns oft darüber, ne, so wir Filmkritiker, immer ganz gerne, wir gehen ins Kino und uns gefallen die Filme alle oft nicht mehr, weil die irgendwie zu vorhersehbar sind, zu sehr nach einer abgedroschenen Floskel halt dann irgendwie mal ablaufen. Ja. Und das Ding ist ja, ne, mit so einer AI kannst du das ja quasi noch mehr befeuern. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wo das alles hinführt. Mhm. Also es ist ja gerade jetzt für die Öffentlichkeit draußen, wo werden wir da in 10 Jahren sein? Ja. Das wird schon unheimlich, vor allem für alle Kreativschaffenden. Ja. Komm, machen wir noch ein richtig absurdes Finale, ein letztes Skript. Ich würde mal sagen, wir machen mal was anderes. Wir nehmen einen Film und ersetzen die Charaktere durch irgendwas anderes. Ach so, also willst du zum Beispiel Avengers nehmen und wir ersetzen alle Avengers durch Brotsorten oder sowas. Was dann? Komm, das machen wir. Oh Gott. Also, schreibe mir ein Avengers-Plot, in dem alle Superhelden Brotsorten sind. Zum Glück judge dich diese AI nicht. Warte mal ab, ey. Macht er schon mal einen Termin beim Psychiater oder so? Oder wenn die AI irgendwann anfangen kann, auch Emojis rüber zu schicken oder GIFs. Okay, ich habe nochmal drüber gelesen, es wird wild, was? Also, kann ich es vorlesen, ohne zu lachen? In einer Welt, in der Superhelden Brot sind. Müssen die Avengers zusammenkommen, um die Erde vor einer Bedrohung zu retten, die größer ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Captain Weed, der Anführer der Gruppe, was? Ist ein robustes ist ein robustes Roggenbrot mit Alter, Roggenbrot mit einer ausgeprägten Käsekruste. Der bereit ist, alles zu tun, um seine Freunde und die Welt zu beschützen. Iron. Alter, ich kann es nicht vorlesen. Ey. Iron Rye, ein hartes Vollkornbrot, ist ein technisches Genie und hat eine unerschütterliche Loyalität gegenüber Captain Weed. Ja, das ist Iron Man und Captain America. Thor, ein nordisches Schwarzbrot, ist der Oh Gott. Oh mein Gott, das wird noch viel wilder, glaube ich. Ist der Gott des Donners und hat die Fähigkeit, Brote mit einem mächtigen Blitz zu schneiden. Ja, klar. Oh also Gott. Thor, das nordische Schwarzbrot, hat die Fähigkeit, Brot mit einem mächtigen Blitz zu schneiden, klar. Oh Gott. Der unglaublich starke und muskulöse Hulk ist ein kräftiges Sauerteigbrot und kann und kann bei Bedarf jedes Hindernis zerschlagen. Kann ich mehr. Jetzt kommt's. Black Bredow, eine edle französische Baguette, ist eine Meisterin des Kampfes und der Tarnung und kann sich in jeder Umgebung verstecken. Hawkeye, ein knuspriges Bagel, ist ein Scharfschütze mit unverfehlbarem Ziel. Ist auch geil, dass das Bagel dann der Scharfschütze ist, so. Wie so eine Zielscheibe oder was? Alter. Okay, ist noch nicht zu Ende, warte. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind ja noch nur bei und der schließlich gibt es noch. Alter, und schließlich gibt es noch die neueste Ergänzung des Teams. Anti-Jam.
Ein weiches, aber unzerstörbares Weißbrot, das in der Lage ist, sich in winzige Stücke zu zerlegen und sich durch enge Räume zu schlüpfen. Okay. Zusammen müssen sie sich gegen ihren größten Feind aller Zeiten stellen. Thanos. Oh mein Gott, was ist Thanos? Oh Gott. Ein düsteres Pumpernickelbrot, das die Fähigkeit hat, alle anderen Brote zu vernichten und so die Herrschaft über die Welt zu erlangen. In diesem wilden und originellen Avengers-Plot kämpfen Superhelden aus Brot gegen das Böse, um die Erde zu retten und die Menschheit zu beschützen. Oh Gott, das war hysterisch, ey. Oh, oh Gott. Das muss ich mir abspeichern. Alter, Black Bread oder ein edle französische Baguette. Wie war das denn mit Thor? Ja. Das ist nordisch und schwarz. Thor. Oh Gott. Oh. Alter. Thanos, das düstere Pumpernickelbrot, ist aber auch gut. Oh Gott. Ja. Und natürlich Hawkeye, ein knuspriges Brot. Ja, oh Gott, okay. Gut, ich glaube. Also, ich glaube, der Gewinner ist ganz klar. Also, wir haben eindeutig einen Sieger. Oh, oh Gott. Yes, das Gott, Maria. Also. Das ist mal wieder klarkommen hier. Okay. So, also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Diese Episode der wildesten Crossover der Filmgeschichte mit ChatGPT. Falls euch das gefallen hat, folgt uns auf allen Kanälen, wo es euch gefällt. Wir sind auf Spotify, auf iTunes, Apple Podcast meine ich, Google Podcast, und ihr findet uns auch auf unserer Homepage 4001reviews.de oder auf unserem YouTube-Kanal 4001reviews. Wir sind flixen fertig und ich würde sagen, es muss auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Ja, also wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Also wenn ihr es bis zum Ende durchgehört habt und ihr wollt immer noch keine Fortsetzung, ey, I don't know. Beim nächsten Mal überlegen wir uns einfach noch wildere Crossovers. Also wir merken ja jetzt gerade, es funktioniert, wenn wir zumindest in einem Crossover noch im Filmbereich bleiben, vielleicht mit dem anderen den Filmbereich vielleicht einfach verlassen. Ja, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Schreibt uns gerne Vorschläge rein, die wir das nächste Mal mitnehmen sollen. Und ja, ich würde sagen, ja, ich gehe jetzt erstmal heulen. Ja, ich gehe jetzt mal meine Tränen abtrocknen. Ja. Oh. Ciao. Au. Oh Gott. Ach Gott, ey.